Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mind Magic, das Mandat des Himmels. In der letzten Folge haben wir den Tempel der Schlange besiegt, geräumt, gesäubert, wie auch immer. Und haben festgestellt, das Spiel crasht. Jetzt aktuell nicht, weil ich Q nicht besiegt habe. Ich habe es mehrmals wieder versucht. Ich habe den Tempel, glaube ich, zwei oder dreimal komplett sauber gemacht. Und jedes Mal, je nachdem wie ich es gemacht habe, ist das Spiel immer gecrashed. Sobald ich Q angegriffen habe. Ich habe ihn nochmal gekillt, bin rausgegangen, ist gecrashed. Ist okay, gut. Probier es mal aus, mitten im Kampf. Crasht einfach. Im Endeffekt, dieses Fenster hier juckt mich eigentlich gar nicht. Weil alles, was ich hier sehe, sehe ich im Endeffekt hier auch. Außer halt eben den Ruf. Das ist das, was für mich jetzt wichtig ist. Ich brauche nämlich 800 Ruf plus Barden. Dann habe ich 1000. Ich brauche mindestens 1000, um eben Meister der Lichtmagie zu werden. Zwei Barden hin bringt nichts. Ich habe nämlich jetzt 20 Minuten damit verbracht zu suchen. Und eine halbe Stunde war dann halt die Folge für den Arsch, weil ich, Entschuldigung für den Ausdruck, aber war halt einfach nur unnötig. Deswegen habe ich das nochmal neu aufgenommen. Jetzt gehen wir erstmal hier Emanuel ab. Schön, dass du da bist. Bitte. So, bitte. Gibt leider keinen Ruf. Ich werde jetzt auch nicht zu Wilbur Humphrey gehen, weil er sagt im Endeffekt, ja, hier habe ich gefunden, bla blub, sehen wir aber alles. Jetzt gehe ich nämlich nach Silvercuff. Da habe ich nämlich schon mal geguckt, wo das Ding liegt. Und werde nämlich den Monolithen zerstören. Gucken wir mal, ob ich da Rufbonus krieg. Ich glaube, ich muss hier irgendwo hin. La, 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 la. Ich bin auch am überlegen, ob ich einfach mal hingehe und den alten Tempel von Bar nochmal räume, ob mir das auch wieder Ruf dazu gibt. Wenn es jetzt danach nicht reichen sollte, das mache ich aber wahrscheinlich offscreen. Nur einfach mal zum Testen. War der Tempel jetzt hier? Aber das heißt ja nicht Tempel, es ist ja einfach nur der Monolith. Dieses Gebäude strahlt magische Energie ab. Druiden aus ganz Enrod pilgern regelmäßig hierher, um diesen Ort, diesen heiligen Ort zu besuchen. So. Oh, hier ist mir nicht wohl. Oh, hier ist mir nicht wohl. Leuchtfeuer. Dahin. Dann einmal Leuchtfeuer nach Neusorpigal. Dann einmal Tag der Götter. Tag des Schutzes. Dann einmal nochmal Leuchtfeuer hier hin. Möge das Glück mit dir sein. Und dann nochmal Leuchtfeuer nach Monolith. Speichern. Crash Lull. Hier seht ihr schon, sind ein paar Tage vergangen. Weil ich halt immer wieder am Suchen war. Und was? So, das wird zwar weitergehen, aber wahrscheinlich soll das der Ausgang sein. Papierfetzen. Wo die Zivilisation versagt, schaut euch die Natur an. Die Felsen und Bäume, der Himmel und die Erde haben eine größere Macht als der Mensch. Tatsächlich ist es so. Man sehe sich nur Naturgewalten an. Kriegt Mensch nicht hin. Wobei doch eigentlich schon, aber halt auf Kosten von Unmengen an Ressourcen. Okay. 1000 Gold, alles klar. Was haben wir hier für Gegner? Ah, da sehe ich schon Gegner. Okay, sind Droiden. Ja, solange es nur Droiden sind. Habe ich noch einen angebrochenen Stab? Ah, ja, habe ich. Aber die hebe ich mir auch für Q. Huch. Dennis hat sie nur angeguckt und sie ist umgefallen. Da fallen die Frauen zu Knie. Blauer Trank. Ah,
Goddammit, ich hab nicht verkauft. Egal. Warum kriege ich aus den ganzen Bäumen Geld? Nein, ich mach das hier obviously nicht. Nein. Ich bin momentan auch, weil wie ihr seht, wo ich es vergesse, tatsächlich sehr gerne mit dem, mit dem Eisstrahl am Spielen. Nein, ich werde jetzt nicht vom Zirkus nochmal 10 Millionen. Seltsamer Baum. 5000 Gold. Oh, cool. Blumen. Ja, ist ja jetzt nicht wirklich so schwer. Wahrscheinlich hätte ich hier schon viel früher hingehen müssen. Huch. Nicht das Mikrofon schlagen, Josh. Das kann nichts dafür. Eine Kraftheilung. Oh. Ah, jetzt wird es interessanter. Relativ. Bruder. Was ist hier los? Was ist hier los mit dir? Wasserwesen? Die sehen schon ein bisschen stärker aus. Ja, okay, das dachte ich mir schon fast, dass mir da Wassermagie nichts bringt. Okay. Oh, wäre schade. Das wäre fast schade. Gerade sagen, es wäre eigentlich schade, wenn ich Schrapnell benutze, aber das brauche ich ja offensichtlich auch nicht. Ja. Ja. Ach, darf ich gar nicht looten. Da kriege ich auch keinen Schaden. Droidenstatue. Lass mal heilen. Da liegt Jolt. Passiert nichts. Passiert nichts. Wiu! Wo ist es? Ich muss nicht mal im Pausenmodus. Die rotzt sich ja so mittlerweile um. Speichern. Ey, weißt du was? Ah, ich bin nicht mehr im Pausenmodus. Hallo? Ja, ihr seht schon, das sind 80 Schaden, die ich mache. Mit dem Eisstrahl. Und der kostet mich nur 8 Magiepunkte. Das ist halt schon ziemlich geil. Passiert nichts. Eine Kraftheilung. So voll panisch immer auf den Ruf gucken.
Was ist das für ein komischer Dungeon? Yikes. Oh my. Na gut, wirklich Probleme sind die Steinmonster ja auch nicht mehr. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt im Spiel ist man, glaube ich, ein bisschen overpowered. Und ich glaube auch nicht, dass ich an dem Punkt bin. Aber ich kann es mir vorstellen, wo es hinführt. Vor allem ist es so leicht, den Ruf zu verringern, ne? Selbst wenn die Händler sagen, danach kosten die Items 50% mehr, wenn mein Ruf so kacke ist, interessiert mich doch nicht. Gut, vom Lehrer wird es mich halt ein bisschen tilten irgendwann, aber ich weiß, wie ich Gold mache. Das interessiert mich dann besonders. Wo ist der andere? Da. Das war scheinbar ziemlich leicht. Die Frage ist, für wen musste ich denn das Ding hier manipulieren? Altar des Bösen. Kleriker-Droide. Plus 5 irgendwas. Ich hab's vergessen. Aha. Müll, Müll, Müll. Aha. Müll. Verstanden. Hm. Müll. Oh. Hm. Versetzt eure dunklen Verzauberungen des Monolithen fort. Wenn wir die Monolithen völlig verderben können, werden wir Lorettas Druiden so stark schwächen, bis sie die Oberhand haben. Diese Aufgabe ist wichtig für unsere weiteren Pläne. Ihr dürft nicht versagen. Ja, hat sich dann dadurch mal erledigt. Da hinten dran ist noch irgendwas. Da geht's auch noch weiter. Heiliges Becken, erstmal reintreten. Speichern. Ah nee, jetzt weiß ich auch, warum mir da der Weg angezeigt wurde am Anfang. Oh, ob ich das Pflänzchen anklicken muss? Oh, muss ich tatsächlich. Hier. So, wer wollte das? Eleanor Vanderbilt. Gott, schüch, wo war die denn jetzt nochmal? Oh, hallo. Schön, dass du da Meister bist. Des Lernens. Oh, hallo. Schön, dass du... Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht's? Hallo. Wie geht's? Hallo. Nein. Oh, hallo. Nein. Oh, hallo. Nein. Oh, hallo. Nein. Geht es kaputt? Hast du es gekauft? Oh. Weißt du was, nimm jetzt einfach den ganzen Müll hier. Vielen Dank. Gerade keinen Bock, den richtigen Händler zu suchen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Bitte. Bist du bereit, etwas Neues zu lernen? Das wird nützlich sein. Das wird nützlich sein. Ja, einfach damit sie es haben. Weil juckt mich ja Hallo? Eh nicht. Wie geht's? Das habe ich schon. Hallo? Wie geht's? Meister Geistesmagie. Oh, hallo! Gilbert Schön, dass Hammer, du da bist. Bester Mann. Wie geht's? Nein. Wie geht's? Ja, okay, gut, ich weiß, wo der ist. Das habe ich mich auch schon informiert. Schön, dass du da bist. Nein, wo ist die Schön, Alte denn? Schön, dass du da bist. Wie geht's? Da. Schön, dass du da bist. Danke für deine Hilfe. Bitte erlaube mir, dich für deine Aufwendungen zu entschädigen. Wir können endlich wieder ruhig schlafen, seit Cedric und seine abtrünnigen Druiden diesen heiligen Ort nicht mehr besudeln. Yes, gab Ruf. Aber immer noch nicht genug.
Ja, dann fällt mir jetzt nur noch eines ein. Das hält ja noch lang genug. Wo ist denn hier der Kacktempel? Die Richtung. Was tatsächlich auch den Ruf verringert, ist die Knochen zu verticken bei dem da hinten. Können wir behilflich sein? Möge das Glück mit dir sein. Okay. Dann, gut, das ist ja noch lange Zeit, gehen wir... Wo war das Ding denn jetzt? Da war es. Da müsste das gewesen sein. So in die Richtung. Yes. Grab von Ethric dem Verrückten. Ethric, der erste Hexer, der nach dem ewigen Leben gesucht hat, wandelt immer noch des Nachts über sein Grab als Anführer einer Schar von Untoten. Zumindest sagen das die Leute. Oh. Oh, wo sind wir? Oh, wo sind wir? Grab von Ethric dem Verrückten. Der nächste Dungeon, den wir jetzt bestreiten müssen. Suche fehlgeschlagen. Auch der Glücksboy kommt da leider nicht ran. Da sieht das schon mal nach Sackgasse aus. Oh nein, das sind Skelette. Natürlich. Alter. Ich meine, ich kann es ja verstehen, wenn man die Skelette nicht trifft. Ich sollte vorsichtig rumklicken. Die Nische ist leer. Steckst Gold ein. Und hier wird mir nur schlecht. Mir wird schlecht. Ich bin krank. Okay. Na gut, vor Skeletten habe ich jetzt nicht mehr so viel Angst. Wenn ich ehrlich bin. Ups. Aber die Musik ist mal wieder grandios. Okay. Oh. Oh. Hm. Naja. Ein bisschen jolt. Ich sollte noch ein Leuchtfeuer setzen, ne? Aber bisher läuft es eigentlich ganz gut. Ich glaube echt, dass ich ein bisschen überlevelt bin. Also muss ich gegenüber. Dann machen wir hier mal ein Leuchtfeuer. Heilen uns einmal. Den. Oh, Skelette, wer hätte damit gerechnet? Also ich hätte ja damit nicht gerechnet. Nische ist leer. Huch. Oh nein. Skelette, damit hätte ich ja nicht gerechnet.
Oh nein. Was mache ich denn jetzt nur? Oh. Oh. Gold, nice. Oh. Wie unerwartet. Wo kommen denn diese Skelette her? Wie unerwartet, dass ich in einem Grab Skelette finde. Aha. Tod auferwecken. Leer. Kackstab. Leer. Drücken. Keine Ahnung, was das macht. Egal. Warte mal, habe ich nicht irgendwo das Bell tot erwecken? Wer hat den denn? Du? Tod auferwecken. Oh, das ist jetzt... Oh, wow. Oh, well, that sucks. Gut, also die hebe ich mir mal... Ah, die wollte ich ja verkaufen. Gebe ich die schon mal rüber. Dann gebe ich die hier auch, nämlich Philoboy. Du müsste eigentlich in der Mitte offen sein. Yes. Setzen wir doch einfach hier oben das Leuchtfeuer hin. Flüche. 5 Millionen Türen. Die Dämpfe lassen dir schlecht werden. Oh. Geister. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Oh. Habt ihr damit gerechnet? Oh. Ist ja schon ziemlich eklig, einfach in so ein Grab reinzugreifen. Ich würde mich das nicht trauen, wenn ich ehrlich bin. Boah, Reaktion plus 8. Nice, Gold. Das sieht mir aus wie der richtige Weg. Erst noch eine Tür. Übelkeit. Ich verbrauche das meiste Mana. Was ist das denn? Großlich Lichlord. Ja, okay, gut. Ist jetzt nicht so das Problem, so ein Licht zu besiegen. Oh. Intellekt und Charisma. Hätte ich genommen, wenn ich die anderen Ringe nicht gehabt hätte. Aber die machen Schaden. Gut, es ist halt Magie. Magie ist grundsätzlich stark. In jedem Spiel. Oh, was war das denn? Ach, noch mal älter geworden. Was bist du? Großlich? Lichtlord? Großlich? Hässlich? Stimmt, der hässlich fehlt noch. Quietsch. Quietsch.
Boah, dann klatscht doch den hier, oh Mann. Ah, die entfernen die Verstärkungen. Okay. Billig. Interessiert mich nicht. So, wo ist jetzt der hässlich? Irgendwas gefunden. Etherics Totenkopf. Suchgegenstand. Etherics Totenkopf bebt kaum wahrnehmbar, wenn man ihn berührt. Ein Beweis der mächtigen Magie, die seinem Körper so lange nach seinem Tod noch anhaftet. Aha. Stein zu Fleisch. Kackhelm. Ein Saphir, der übelst viel wert ist. Oh, Drachentöter. Kackheule, ein Fanellhut. Warte mal, was hast du denn für einen Bogen an? Oh, da könnte ich ein bisschen Spaß dran haben, wieder Beschleunigung drauf zu kriegen. Aha! Naja. Jetzt nicht der beste Loot. Jetzt habe ich aber hier noch einen Gang. Aha! Kann ich nicht. Ja, ne? Gold ist immer gut. Gold ist immer gut. Schon wieder so viele Lische. Okay. Wenn ich raus will, dann komme ich halt rein. Oh, verdoppelt den Schaden gegen Dämonen. Oh ja. Aha. Es ist halt alles. Aha. Alles billig. Das brauche ich alles nicht mehr. Aber die manchen Sachen hätte ich mich gefreut. Tatsächlich. Tatsächlich. Der war so schlecht. Und ich schäme mich nicht mal dafür. Lull. Sicherheitshalber ein paar Magiepunkte geben. Okay. Schön. Drecksau. Es ist gerade Nacht geworden im Spiel. Ja, okay, gut, ne? Oh, Abriss mit Feuer.
Fliegende Faust. Dann halt nicht. Ja gut. Wer wollte jetzt den... Hier war ich, ne? Genau. Wer wollte jetzt den Schädel haben? Gabriel Cartman in Free Haven. Boah, der ist das, gucke ich jetzt mal kurz nach. So. Ah ne, komm, mach mal so einen PC, da bin ich schneller. Was Gabriel Cartman? Wo lungert der Penner denn rum? Das rechte Haus vor dem Tempel. Das krieg ich hin. Stadtportal Free Haven. So. Oh, bitte reich. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Gute Arbeit. Jetzt kann ich meine Forschungen abschließen. Wenn ich herausfinde, wie das Ritual der endlosen Nacht funktioniert, dann kann ich den Prozess vielleicht umdrehen. Hier ist deine Belohnung. Verdammt, es gab gar keinen Ruf. Und die anderen beiden Dinger, die werden wahrscheinlich länger dauern. Oh, hallo. Ja. Schön, dass du da bist. Aber wir haben in dieser Folge sehr, sehr viel erreicht, tatsächlich. Sein. Möge das Glück mit dir. Na gut, Phil muss halt immer geheilt werden, du schadest. Aber erstmal den hier noch. Und nochmal Fliegen. Können wir behilflich sein? Ne, das hört leider nicht mehr. Ja gut, jetzt gehen mir so langsam halt auch die Ideen aus. Weil, ne? Gut. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Hallo, wie geht's? Denke ich mal. Geschlossen. Was zum Verkaufen? Geschlossen. Guckt ins Inventar und fragt, ob er noch was zu verkaufen hat. Was Bestimmtes? LOL. Aha. Nee, die... Ah, die will ich ja fast behalten wollen, ne? Einfach nur, weil sie cool aussieht. Das kommt weg. Oh nein, ich war jetzt mit... Danke. Komm bald wieder. Das habe ich vor. Dankeschön. Warte, was hast du denn eigentlich? Suchst du etwas Bestimmtes? Nee, eigentlich nicht. Fluch entfernen. Nehme ich mal mit. Weil tatsächlich sind ja so... Danke. Schriftrollen zu haben gar nicht mal so verkehrt. So, ich habe dreimal Heilung, einmal Tote auferwecken und einmal Fluch entfernen. Dann gehe ich jetzt nach... Na, ist auch egal. Ich da wenigstens weiß, wo die Händler sind. Auf Anhieb. Bis bald. Ah, damit, jetzt habe ich den Bogen verkauft. Die Waffe, egal. Die bis zum nächsten. Suchst du eine Waffe? Tatsächlich suche ich das, aber du hast sie nicht. Ist unnütz. Kann ich dir beim Suchen helfen? Das ist selbstverständlich, William. Was hast du denn? Segen, heilende Hände. Ja, Segen kann man mal mitnehmen. Todesschwarm. Danke, komm bald wieder. So. Gut. Eigentlich könnte ich hier auch fast... Gut, er ist halt der Dokumententräger.
Ne? So. Dann würde ich aber trotzdem sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.